Ja, auch von meiner Seite nochmal einen wunderschönen guten Morgen. Geburtstag der Kirche, lasst uns das feiern heute. Und ich will es wirklich nochmal aussprechen. Heiliger Geist, du bist hier willkommen unter uns. Ich habe es heute Morgen im Power-Gebet schon gesagt, als wir vor dem Gottesdienst gebetet haben. Zu viel Heiligen Geist kann es gar nicht geben. Es gibt so ein paar Christen, die haben Angst davor, dass zu viel werden könnte mit dem Heiligen Geist. Und es liegt vielleicht auch daran, dass ihnen ein paar eher ungewohnte Manifestationen des Heiligen Geistes dann vor Augen stehen, die eher in bestimmten Kreisen extrem gesucht werden. Das ist nicht so ganz unser Weg. Aber der Heilige Geist an sich ist Gott. Und er ist das Beste, was uns passieren kann. Und wir freuen uns heute einfach, dass wir die Ausgießung des Heiligen Geistes feiern. Dafür steht Pfingsten, dass der Heilige Geist Jesus groß macht in dieser Welt, dass er seine Gemeinde baut, dass er uns persönlich ganz, ganz nahe kommt. Er wohnt in uns und das wollen wir heute feiern. Es ist großartig, dass wir das miteinander tun können. Und wir beginnen heute eine neue Predigtserie, die heißt Essentials der Theologie. Das klingt für euch vielleicht erstmal vielleicht nicht so super attraktiv. Die meisten Leute halten Theologie für eine ziemlich trockene und langweilige und verstaubte Angelegenheit. Aber ich sage euch, Theologie ist wichtig. Und jede Gemeinde braucht gesunde Theologie. Das meiste davon spielt sich eher so im Hintergrund ab. Das packen wir nicht jeden Sonntag im Gottesdienst aus, so in der ganzen Bandbreite. Und natürlich gibt es auch Formen von Theologie, die sind jetzt nicht so super prickelnd, sage ich mal. Aber Theologie ist wichtig. Gemeindegründung, das wisst ihr vielleicht, ist mein Thema. Und da gibt es viele Untersuchungen. Es gibt auch Untersuchungen, die belegen, dass Theologie manchmal eher so ein bisschen hinderlich ist. Also man hat genau untersucht, Gemeindegründer, die sehr, sehr viel theologische Ausbildung mitbringen, die sind manchmal langsamer, wenn sie eine Gemeinde gründen, wie diejenigen, die relativ wenig Theologie einfach so im Gepäck haben. Also man kann sagen, Theologie ist manchmal da eher so ein Dämpfer, dass es nicht so durch die Decke geht. So Gemeindegründungen, die so richtig schnell durchstarten, werden oft von Leuten gemacht, die nicht so die super Theologen sind. Ist aber nur die eine Seite. Die andere Seite ist die, dass man eben gleichzeitig festgestellt hat, dass Leute, die eine gute, gesunde theologische Basis mitbringen, dass sie Gemeinden bauen, die vielleicht langsamer wachsen, aber die dafür weniger Krisen haben, die beständiger sind, die länger durchhalten, die einfach am Ende gesünder dastehen. Und deshalb glaube ich wirklich, Theologie ist echt wichtig. Und in dieser Reihe, da wollen wir einfach mal ein paar Themen beleuchten, von denen wir denken, das muss eigentlich jeder so ein bisschen verstanden haben von christlicher Theologie. Es geht um Jesus, es geht um die Frage des freien Willens, es geht um Liebe, welche zentrale Bedeutung sie hat. Und heute geht es um die Trinität, um die Dreieinigkeit Gottes, die Sache mit Vater, Sohn und Heiligen Geist. Das ist was extrem Zentrales, was extrem Wichtiges. Deswegen predigen wir öfter mal drüber. Also alle 2-3 Jahre, denke ich, spätestens kommt dieses Thema bei uns wieder. Vielleicht habt ihr es schon mal gehört und dann ist ein bisschen Wiederholung für euch dabei. Ist nicht schlimm, man kann es nicht oft genug hören und nicht tief genug verstanden haben. Und es ist ja auch etwas, was schwierig erstmal so zu verstehen ist. Wir glauben an einen Gott. Es gibt nur einen Gott. Und gleichzeitig gibt es Vater, Sohn und Heiliger Geist. Drei Arten, wie Gott sich zeigt, drei Personen, in denen er uns begegnet und so. Das ist schwierig zusammenzukriegen und deshalb ist es gut, wenn wir da ein bisschen drüber nachdenken, auch heute. Ich möchte uns ein paar Gründe nennen, weshalb dieses Thema jetzt gut ist, dass wir es immer wieder beleuchten. Weshalb Trinität? Und der erste Grund ist,
dass wir verstehen, diese Sache mit dem dreieinen Gott, das ist etwas ganz besonders spezifisch Christliches. Es gibt es nur im Christentum. Das ist ein Unterscheidungsmerkmal, was uns von allen anderen Religionen, von allem, was sonst so geglaubt wird, auf der Welt wirklich trennt. Niemand außer uns Christen glaubt an einen dreieinigen Gott. Und deshalb ist es normal, dass da viele Fragen von außen kommen. Also das gibt es natürlich bei Atheisten, die sagen, habt ihr einen Vogel? Das geht nicht, 3 und 1 gleichzeitig, ist doch völlig unlogisch und so. Es wird angezweifelt von außen, auch so in der Tradition der Aufklärung. Thomas Jefferson, der Gründervater von den USA, dritter Präsident der USA, ist ein ganz bekanntes Beispiel, der hat sehr gespottet, dass Christen an den dreieinigen Gott glauben. Für Juden ist es natürlich was, was sie nicht nachvollziehen können. Sie glauben an einen Gott, aber für sie ist der Messias, den sie erhoffen, wo wir sagen, das ist Jesus, für sie ist er einfach ein Mensch, der besonders von Gott begabt ist und gesalbt ist, aber er bleibt ein Mensch. Und deswegen können sie diesen christlichen Glauben an den dreieinen Gott einfach nicht nachvollziehen. Muslime genauso. Im Koran, da kommt schon auch Jesus drin vor, aber sie haben einfach dieses Verständnis nicht für das, was wir als Christen mit Dreieinigkeit verbinden. Und einer der wichtigsten Sätze im Koran ist, Allah hat keinen Sohn. Und es ist ganz bewusst gegen das Christentum eigentlich so formuliert. Der Islam ist ein Gegenentwurf zum christlichen Glauben und mit Dreieinigkeit kann er gar nichts anfangen. Und oft gibt es auch im Islam eine sehr oberflächliche Vorstellung von dem, was wir als Christen mit Dreieinigkeit verbinden. Die meisten Muslime denken, wenn sie an Dreieinigkeit, wenn sie da was hören, dass Allah und Jesus, den sie ablehnen als Sohn Gottes, und die dritte Person der Dreieinigkeit ist dann Maria, weil sie gar nicht verstehen, was Heiliger Geist eigentlich bedeuten könnte und was wir damit verbinden, mit diesem Glauben an Gott, den Heiligen Geist. Aber auch innerchristlich ist es so, dass die Sache mit der Dreieinigkeit nicht unumstritten ist. Es gibt christliche Gruppierungen, zumindest wir würden die vielleicht teilweise auch als Sekten dann einstufen und so, die das total in Frage stellen, dass es einen dreieinigen Gott in der Bibel gibt. Zeugen Jehovas sind die bekannteste Gruppe, die den Glauben an die Dreieinigkeit ablehnen. Sie glauben nicht, dass der Heilige Geist eine göttliche Person ist, lehnen das rundum ab. Dann gibt es moderne Theologie im Gefolge der Aufklärung und überhaupt, die nicht so viel mit Dreieinigkeit anfangen kann. Das ist vielleicht dann nicht so direkt abgelehnt, aber schon so, Heiliger Geist, das ist vielleicht doch etwas, womit wir heute nicht mehr so viel anfangen können. Oder feministische Theologie hat eher so das Problem, diese Dreieinigkeit, das ist schon extrem männlich, Vater, Sohn. Und selbst wenn man den Heiligen Geist dann noch irgendwie versucht, so ein bisschen weiblich hinzubiegen, hebräisch, Ruach ist ja weiblich und so. Und das ist ja auch nicht alles nicht falsch, aber da, ihr merkt, da gibt es ganz viel Unbehagen mit diesem, wir glauben an einen dreieinen Gott, auch innerhalb der christlichen Welt. Und dann gibt es noch einen dritten Grund, weshalb es wichtig ist, dass wir uns damit mal auseinandersetzen. Und das ist der, dass festgestellt worden ist, der Glaube an den dreieinigen Gott ist absolut basic. Das ist was absolut Wichtiges, was eigentlich jeder Christ verstanden haben muss, wenn er sich richtig entwickeln soll, wenn er richtig wachsen soll im Glauben, dann ist einfach wichtig, dass du nicht nur im Kopf das klarkriegst mit Vater, Sohn und Heiliger Geist, sondern dass du auch eine Beziehung zu Gott entwickelst, wo alle drei Personen der Dreieinigkeit mit hinein verbunden sind, dass du eine Beziehung hast zu Gott Vater, dass du mit Jesus unterwegs bist und dass du mit dem Heiligen Geist lebst. Nicht nur an ihn glaubst, sondern du musst mit ihm leben. Wir müssen das einbauen, verinnerlichen in unsere Art, wie wir als Christen unterwegs sind, wie wir glauben. Ohne dreieinigen Gott kannst du nicht leben als Christ. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir das verstanden haben, wie das mit der Dreieinigkeit eigentlich vor sich geht, was es damit auf sich hat. Und das möchte ich heute mit euch ein bisschen anschauen. Okay.
Die schönste Verbildlichung der Dreieinigkeit geht auf, also man sagt es jedenfalls, ich glaube, es stimmt auch, auf Patrick von Irland zurück, St. Patrick, der irische Missionar, der versucht hat, in Irland das Christentum zu verbreiten. Er hat lange überlegt, wie kann ich das mit der Dreieinigkeit eigentlich so meinen Landsleuten klar machen. Und ihr wisst, Irland ist die grüne Insel, ne? Die grüne Insel, sehr, sehr viel Grün. Und er hat es mit Leuten zu tun gehabt, die waren Heiden, aber die waren sehr naturverbunden. Diese irische Grundmentalität, sehr naturverbunden. Und irgendwann ist er einfach über das Kleeblatt gestolpert. Das normale Kleeblatt, wir reden nicht von Aberglauben und vierblättrigen Kleeblättern und sowas. Das normale Kleeblatt hat 3 Blätter und ist trotzdem nur 1. Und er hat versucht, anhand dieses Kleeblattes seinen Landsleuten Gott zu erklären. Und ich finde, es ist ein unheimlich schönes Bild, was uns hilft, Gott zu verstehen. Es ist nur ein Blatt und es hat trotzdem 3 Teile. Und genauso haben wir es nur mit einem Gott zu tun. Und der zeigt sich in 3 Personen: Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und wenn ihr Mühe habt mit der Dreieinigkeit, dann denkt ab und zu einfach an St. Patrick und das Kleeblatt und versucht auf diese Art und Weise euch das nahezubringen. Natürlich gibt es unendlich viele andere Vergleiche und Bilder und Symbole, Dreiecke und verschlungene Triquieta nennt sich das und sowas, wo das alles so ineinander übergeht und trotzdem nicht auseinanderfließt und so. Aber jetzt gehen wir mal ein bisschen mehr in die Bibel rein, denn das ist natürlich das Entscheidende. Und in der Bibel, fangen wir an noch mit der alten Kirche erst, die eigentliche Lehre von der Dreieinigkeit ist ausgebildet worden von christlichen Theologen in den ersten Jahrhunderten. Das ist super, was die da geleistet haben. Die haben sich wahnsinnig viel Gedanken gemacht, haben jede Kleinigkeit da zerlegt und darüber nachgedacht. Es ist auch ein bisschen ein Problem, das will ich ehrlich zugeben, weshalb manche Leute bis heute ein bisschen Mühe haben, diese Lehre der Dreieinigkeit zu verstehen, weil diese urchristlichen Theologen oder diese altkirchlichen Theologen, muss man eigentlich sagen, nicht urchristlich, altkirchlich, die waren sehr philosophisch geschult. Die waren nicht so nah an der biblischen Wirklichkeit, am hebräischen Denken, an dem, wie Jesus unterwegs war und seine Jünger. Die waren mehr so auf dem philosophischen Trip, der von Plato und Aristoteles und anderen Philosophen geprägt war. Und deshalb haben sie versucht, mit Hilfe der griechischen Philosophie die Dreieinigkeit zu definieren. Das ist ganz clever, was dabei rauskam, aber manchmal auch ein bisschen unzugänglich für uns auch heute, weil wir sind nicht mehr so die großen griechischen Philosophen, wenn wir ehrlich sind. Es ist für uns nicht mehr so ganz zentral bei allem Richtigen, was damals da so erkannt wurde. Und deshalb ist die altkirchliche Lehre von der Dreieinigkeit für uns manchmal ein bisschen unzugänglich. Ich habe uns ein Bild mitgebracht, wo das so ein bisschen dargestellt ist, wie man das versucht hat zu definieren, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Es ist ein Körper, es sind 3 Gesichter, der Vater ist nicht der Sohn ist nicht der Geist und so, trotzdem sind sie alle Gott. Und die altkirchliche Dreieinigkeit, Trinitätslehre, die hat operiert mit Begriffen wie Wesen und Sein und Hypostasen und so. Das sind Dinge, die wir nicht mehr so richtig nachvollziehen können. Wenn wir es versuchen wollen, ins Deutsche zu übertragen, dann ist das Einfachste, dann doch mit diesen Begriffen zu operieren. Gott hat nur ein Wesen. Es ist derselbe Gott, der uns da begegnet. Und trotzdem begegnet er uns in 3 verschiedenen Personen, eben als Vater, Sohn und Heiliger Geist. Aber diese voll ausgebildete klassische Lehre von der Dreieinigkeit, da ist eben das Problem, das ist ein theologisch-philosophisches Konstrukt, das in dieser Ausprägung nicht in der Bibel zu finden ist. Deshalb sagen viele Leute, was nicht richtig ist, aber sagen viele Leute, dass es die Lehre von der Dreieinigkeit nicht in der Bibel gibt. Und das möchte ich heute mit euch genauer anschauen, was von der Dreieinigkeit finden wir wirklich in der Bibel, was ist biblisch begründet, wo ist das Ganze in der Bibel drin und wo geht es vielleicht auch, fehlt noch ein bisschen was oder ist was nicht so ganz ausgebildet.
Denn das ist so der Gesamtbefund, wenn wir in die Bibel reinschauen. Die Lehre von der Dreieinigkeit ist nicht als solches in der Bibel in einem Kapitel zu finden. Es gibt nicht irgendein Kapitel in der Bibel, wo du sagen kannst, da steht drin, dass Gott nur einer ist, aber er begegnet uns als Vater, Sohn und Heiliger Geist und das muss man dann so und so verstehen und die Beziehung der drei ist so zueinander und sowas. Das gibt es nicht in der Bibel. Trotzdem gibt es unheimlich viele Stellen in der Bibel, das will ich uns heute zeigen, wo deutlich wird, wir können gar nicht anders von Gott reden und nicht anders über Gott denken, als eben in dieser Dreieinigkeit, dass er ein Gott ist und uns begegnet als Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und es ergibt sich vor allem aus dem, wie die Bibel über Gott erzählt. Die Bibel ist nicht so, dass sie Gott definiert in erster Linie, durch klare Begriffe oder irgend sowas, sondern sie erzählt von Gott. Und wenn wir das Ganze, was die Bibel über Gott erzählt, was sie aussagt über ihn anschauen, dann landen wir bei der Lehre von der Dreieinigkeit. Das ist meine Behauptung. Um euch das ein bisschen aufzuzeigen, fangen wir mal mit was anderem an. Wie reden wir über Menschen? Ich habe euch einfach als Beispiel Reinhold Messner mitgebracht. Den mag ich. Gebe ich ehrlich zu, ist für mich ein kleiner Held. Und natürlich könnte man jetzt sagen, wer ist Reinhold Messner? Und sagen, okay, das ist ein Italiener, Südtiroler eigentlich, genau, es ist nicht genau dasselbe, ne? Aber der wurde geboren am 17. September 1944 in Brixen und er ist so und so groß und so weiter. Und dann würden wir sofort merken, damit ist Reinhold Messner nicht beschrieben, wenn du diese nüchternen Fakten aufzählst. Das reicht einfach nicht. Bei Reinhold Messner, da muss man sagen, hey, das ist der größte Bergsteiger, den wir kennen. Er hat als erster ohne Sauerstoff den Himalaya, also den Mount Everest, bezwungen. Er war auf allen 14 Achttausendern ohne Sauerstoff. Er hat die Antarktis durchquert mit Arvid Fuchs, diesen Kontinent, hat keiner vor ihm geschafft. Shackleton hat es probiert und nicht geschafft, lange Zeit vorher. Er hat es gemacht, zu zweit sind die da voll durch, tausende von Kilometern über den Südpol. Er hat die Wüste Gobi bezwungen und so weiter und so fort. Und dann kann man noch mehr in die Details einsteigen. Ja, da gibt es diese schwierige Geschichte mit seinem Bruder Günther, der ist verunglückt, als sie den Nanga Parbat besteigen wollten. Und das Problem ist, dass die Version von Reinhold Messner und die Version der anderen, die dabei waren, einfach nicht zusammenpasst. Da gibt es ein Riesenrätsel, das wir nie lösen werden wahrscheinlich. Und so kriegt das Ganze irgendwie unheimlich viel Konkretes. Und es entsteht vor uns ein Bild einer realen Person, die unheimlich interessant ist, die unheimlich spannend ist. Und genauso müssen wir es eigentlich mit Gott machen. Wenn wir fragen, wer ist Gott? Dann schaut in die Bibel rein, dann schauen wir, welche Geschichten erzählt die Bibel über Gott. Und wenn wir da reinschauen in dieses wunderbare, großartige Buch, in die Bibel und fragen, wer ist Gott? Dann gibt es eine ganz, ganz große Fülle, was da auf uns zukommt. Das kann ich jetzt unmöglich alles streifen. Aber zum Beispiel, ich habe einfach ein paar Dinge aufgeschrieben. Steht in der Bibel, Gott ist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und es gehört zu unserem Bild von Gott dazu, dass wir die Geschichten kennen, wie Gott diesen Erzvätern, diesen Männern und ihren Familien und ihren Frauen und ihren Kindern und so begegnet ist. Was Gott da für eine Geschichte angefangen hat mit Abraham, als er gesagt hat, verlass deine Heimat, geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Diese ganzen Verheißungen, die Abraham gegeben hat, auf Nachkommen, auf ein Land, das sie besitzen werden und so. Und wie er dann weitergemacht hat mit seinem Sohn Isaak, mit seinem Enkel Jakob, mit dem seinen 12 Söhnen und so weiter. Das ist wichtig. Das gibt ein Bild von dem, wie Gott ist, wie er da angefangen hat, mit diesen Menschen Geschichte zu schreiben. Oder die Bibel sagt, er ist der Gott, der Israel aus Ägypten befreit hat. Das musst du einfach kennen, diese Geschichte. Diese Befreiungsgeschichte, wie dieses Sklavenvolk, was festsaß in Ägypten, von Gott hinausgeführt worden ist in die Freiheit und durch die Wüste gebracht worden ist, in dieses gelobte Land, in dem Milch und Honig fließt. Und später ist dann formuliert worden, es war nicht vielleicht ganz am Anfang, ja, das kann nur einen Gott geben und es ist der Gott, der Himmel und Erde erschaffen hat.
Und dann werden die Geschichten erzählt, wie das passiert ist, wie Gott die Welt aus dem Nichts geschaffen hat und wie er den Menschen hineingesetzt hat in seine Schöpfung, wie er ihm einen Auftrag da drin gegeben hat und so weiter. Oder es ist der Gott, der sich in der Weisheit verkörpert. Im Alten Testament ist Weisheit ein wahnsinnig zentraler Begriff. Und es ist klar, das ist nicht nur irgendwelches Erfahrungswissen, was da aufgeschrieben wird, sondern es ist etwas, womit Gott die Menschen erleuchtet und durch was Gott uns begegnet. Und da ist schon ein bisschen angelegt, was wir dann im Neuen Testament mit Heiligem Geist umschreiben und so. Und so wird aus Geschichten ein Bild von Gott, wie er ist, wie er uns begegnet. Und wenn wir dann weiterblättern ins Neue Testament, das Ganze gesamtbiblisch anschauen, dann ist klar, Gott ist der Gott, der uns in Jesus begegnet, der seinen Sohn in diese Welt gesandt hat. Und der diesen Gekreuzigten, wo man dachte, der ist gescheitert, auferweckt und dadurch das größte Heil stiftet, was es überhaupt geben kann. Wenn wir den Gott sehen als denjenigen, der Christus von den Toten auferweckt, dann sind wir sofort beim Thema Liebe. Denn warum hat Gott es getan? Was war sein Motiv? Sein Motiv war, weil er uns so sehr liebt, weil wir ihm so viel bedeuten. Deshalb hat er das alles getan. Und da tun wir einen Blick in das Herz Gottes. Und Gott ist der Vater, er ist der Schöpfer, der die ganze Welt geschafft hat. Und er ist der Heilige Geist. Das feiern wir heute an Pfingsten, der in uns wohnt und der an uns arbeitet, der unser Herz verwandelt, der uns Christus immer ähnlicher macht. Das sind alles Dinge, die die Bibel von Gott erzählt, die die Bibel über ihn aussagt. Deshalb können wir vom Gott der Bibel nur vom dreieinigen Gott reden. Wenn du all das zusammensiehst, was da über Gott gesagt wird, dann bist du beim Glauben an den dreieinigen Gott, den Vater, den Schöpfer, der die Welt aus dem Nichts geschaffen hat, der seinen Sohn in diese Welt gesandt hat, um uns zu erlösen, beim Sohn, der diesen Weg gegangen ist, der unter uns gelebt hat, der bewusst ein Ja gefunden hat, sein Leben zu opfern für uns, damit wir Vergebung erlangen können, damit wir wieder Kinder Gottes werden können, damit wir heimfinden können zum Vater und beim Heiligen Geist, der das Werk von Jesus fortsetzt. Daran denken wir heute an Pfingsten, dass Jesus gesagt hat, zu seinen Jüngern, das war für sie ein ganz, ganz trauriger Moment, als er gesagt hat, ich werde weggehen, ich werde euch verlassen, ich werde euch zurücklassen. Aber Jesus hat dann gesagt, hey, es ist gut für euch, dass ich das tue. Denn für die Zeiten, die kommen werden, dass mein Reich gebaut wird bis an die Enden der Welt, dass diese Sache, die ich begonnen habe, dass die sich multiplizieren wird in alle Erdteile, in alle Länder, in alle Nationen. Dafür ist es gut, dass nicht mehr ich den Job mache, sondern der Heilige Geist. Denn der kann überall gleichzeitig sein. Der kann in jedem von euch Wohnung nehmen. Der kann jeden von euch mit seinen Gaben erfüllen. Der kann jeden von euch Motivation schenken und Freude schenken. Und meine Liebe wird ausgegossen in eure Herzen durch den Heiligen Geist. Und dann kann das, was ihr mit mir erlebt habt, überall sein, gleichzeitig. Es kann eine Explosion geben von Gott und seinem Wirken, wenn der Heilige Geist kommt. Und wenn er in eurem Leben da ist, von euch Besitz ergreift. Und wenn wir deshalb alles das anschauen, was die Bibel sagt über Gott, dann sind wir bei Vater, Sohn und Heiligem Geist, beim dreieinigen Gott. Und es gibt noch ein bisschen mehr dazu in der Bibel, das möchte ich euch noch einfach kurz aufzeigen, wo wir Hinweise finden können in der Bibel auf den dreieinigen Gott. Nur so ein paar Beispiele. Da gibt es zum Beispiel die Geburtsgeschichte von Jesus, die mehr so an Weihnachten unser Thema ist, normalerweise. Aber ihr kennt es ja, der Engel kommt zu Maria. Und da haben wir eigentlich schon den dreieinigen Gott vor uns. Denn der Engel sagt zu Maria, der Vater wird dir begegnen und er wird
den Heiligen Geist schicken. Du wirst schwanger werden durch den Heiligen Geist und dann wird Jesus geboren. Und in dieser Geburtsgeschichte ist Vater, Sohn und Heiliger Geist drin verwoben. Bevor es überhaupt richtig losgeht mit Jesus, ist es schon eine Erfahrung mit dem dreieinigen Gott. Oder bei der Taufe von Jesus, auch so eine typische biblische Geschichte. Der Himmel öffnet sich, der Vater spricht, dies ist mein geliebter Sohn. Und dann kommt der Heilige Geist wie eine Taube auf ihn herab und wir haben alles drei beieinander. Als es überhaupt losgeht mit dem Dienst von Jesus, Vater, Sohn und Heiliger Geist in der Taufe von Jesus. Oder im Johannesevangelium, da ist das diese typische, was uns da begegnet, dass Jesus immer wieder klar macht, der Vater, das ist so diese typische Redeweise, und er macht klar, der Vater hat mich gesandt. Ich bin hier, weil der Vater mich gesandt hat in diese Welt. Und dann ab Kapitel 13 ungefähr redet Jesus dann immer wieder davon, und ich werde den Geist senden. Der Vater sendet den Sohn, der Sohn sendet den Geist. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Das ist die Art, wie Gott uns begegnet, dort nachzulesen im Johannesevangelium. Und es wird immer stärker ausgebildet, dieser Glaube an den dreieinen Gott. Wir sehen das im Blick auf Jesus. Jesus zunächst mal wahrer Gott und wahrer Mensch. In der alten Kirche war das Problem mehr, dass sie glauben konnten, dass Jesus auch ein normaler Mensch war. Heute ist das Problem eher noch, dass die Leute glauben können, er war wirklich Gott. Aber das zeigt uns die Bibel sehr, sehr deutlich. Denn wir erleben das mit, wenn ihr durchlest im Neuen Testament, dass sich das verwandelt. Dass die Jünger nicht am Anfang glauben sie wie Jesus. Jesus lehrt ihnen, dem Vater zu vertrauen. Sie glauben wie Jesus. Aber nach Kreuz und Auferstehung wandelt sich das. Und plötzlich glauben sie an Jesus, so wie sie an Gott glauben. Das ist eine Sache, an Gott zu glauben und an Jesus zu glauben. Und dann kann Jesus solche Sätze sagen wie, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Das ist ein Satz, der würde am Anfang des Matthäus-Evangeliums irgendwie komisch wirken. In der Bergpredigt würde der nicht so richtig reinpassen. Aber nachdem Jesus gestorben ist für uns und nachdem er auferstanden ist, kann er diesen Satz sagen. Und das ist ein Satz, den kann kein Mensch sagen. Den kann nur ein göttliches Wesen sagen, wenn er nicht gelogen sein soll. Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Da merken wir etwas von dieser göttlichen Vollmacht, die Jesus errungen hat. Oder diese interessante Wandlung, die wir in der Bibel nachlesen können. Im Alten Testament ist der hebräische Gottesname Yahweh. Wir können das in den meisten deutschen Bibelübersetzungen, könnt ihr das noch nachlesen. Überall, wo Herr mit vier Großbuchstaben steht, ist dieser göttliche Name da. Und im Griechischen ist der mit Kyrios übersetzt worden. In der griechischen Übersetzung des Alten Testaments steht an diesen Stellen überall Kyrios. Und nachdem Jesus auferstanden ist, haben die Christen das auf Jesus übertragen. Und sie haben gesagt, Kyrios Jesus, Jesus ist Herr, Jesus ist derselbe Gott. Das ist die Botschaft, die da drin steckt, wie der Gott Israels, der uns im ganzen Alten Testament begegnet und der sich selbst vorgestellt hat als ich bin Jahwe, ich bin der Gott, der mit euch geht. Ich werde sein, der ich sein werde, Mose und so. Ihr kennt diese ganzen Geschichten. Und genauso wird deutlich, immer stärker im Neuen Testament, wenn wir das lesen, auch der Heilige Geist ist eine göttliche Person, nicht nur eine Kraft. Der Heilige Geist ist auch eine wunderbare Kraft und er wirkt mächtig, ganz klar. Aber er ist mehr, er ist eine göttliche Person. Er tröstet, sagt Jesus von ihm. Und wenn ihr das richtig euch da reinversetzt, dann merkt ihr das richtig, wie der Heilige Geist euch in den Arm nehmen kann, wie er euch die Tränen abwischt und so. Und das kann nur eine Person, das kann keine Kraft. Er richtet uns auf. Paulus sagt an einer Stelle, er vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen. Nur eine Person kann eine andere Person vertreten. Oder es heißt, betrübt nicht den Heiligen Geist. Eine Kraft kannst du nicht traurig machen, aber eine Person kannst du enttäuschen, kannst du betrüben. Der Heilige Geist ist eine göttliche Person. Das ist sehr, sehr deutlich, wenn wir die Bibel lesen.
Und als solcher wohnt er in uns. Und wir sind fähig, unsere Persönlichkeit, unser Körper sind ein Tempel des Heiligen Geistes. Gott als Person nimmt Wohnung in uns. Und so können wir, wenn wir richtig glauben, als Christen gar nicht anders unterwegs sein, als mit Gott, dem Vater, zu leben, ihm zu vertrauen, seine Kinder zu sein, hineinzuwachsen in diese Rolle. Was heißt es, ein Kind Gottes zu sein? Eine lebenslange Aufgabe, als mit Jesus unterwegs zu sein, zu sagen, hey Jesus, du bist mein Herr, du bist mein Erlöser. Ich nehme alles an, was du für mich errungen hast am Kreuz. Ich lebe in der Kraft deiner Auferstehung und dann zu sagen, ja, der Heilige Geist, er lebt in mir. Und das ist das, was mich fähig macht, ein Christ zu sein, ein Kind Gottes zu sein und das zu tun, was Gott mir vor die Füße legt, wozu er mich beauftragt. Und dann gibt es noch so ein paar richtig, das ist dann so quasi das Highlight, wenn man es in die Bibel reinschaut, noch so ein paar richtige trinitarische Formeln, nennt man die, wo Vater, Sohn und Heiliger Geist in einem Atemzug genannt wird. Wo wir merken, ja, da gibt es sogar noch ein bisschen mehr in der Bibel. Die drei wichtigsten Stellen habe ich euch zusammengestellt. Das ist Matthäus 28, Missionsbefehl. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Steht so in der Bibel. Da sind diese drei göttlichen Personen direkt nebeneinander genannt. Und damit ist einfach gemeint, das ist Gott. Wir werden getauft auf den Namen Gottes, der uns begegnet als Vater, Sohn und Heiliger Geist. Oder 2. Korinther 13, Vers 13, diese Segensformel, mit der wir oft unseren Gottesdienst beschließen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes, des Vaters ist damit gemeint, und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und eine ähnliche Formel gibt es noch im Epheserbrief, Epheser 4. Ein Geist, ein Herr, damit ist Jesus gemeint, und ein Gott und Vater aller. So begegnet uns Gott. Und damit haben wir das Gesamtpaket vor uns. Und es ist sehr, sehr wichtig, dass wir es verstehen. Wir können als Christen nur mit dem dreieinigen Gott leben. Nochmal zurück zum Kleeblatt. Das ist das Bild, was ich euch mitgeben möchte. So ist Gott wie ein einfaches Kleeblatt. Das ist ein ganz, ganz kleines Ding in der Schöpfung, aber ein wunderbares Bild, ein wunderbares Symbol dafür, wie Gott uns begegnet. Und ihr könnt wirklich davon ausgehen, dass ihr nur dann richtig glaubt, wenn ihr mit der ganzen Fülle der Gottheit, Vater, Sohn und Heiliger Geist, lebt und unterwegs seid. Und ich möchte euch einfach noch diese beiden Grafiken zeigen, die wir immer bei Step by Step verwenden, die so ein bisschen unsere Gemeindelinie, unsere Gemeindetheologie im Blick auf die Trinität auch verkörpern. Gott begegnet uns in diesen drei Personen, in dieser dreifachen Gestalt. Gott Vater, das ist der grüne Bereich, der Gott, der über uns wacht, der Gott, der uns seine Welt anvertraut hat, der Gott, der möchte, dass wir seine Liebe unter die Menschen tragen. Gott, der Sohn, der rote Bereich, der für uns gestorben ist, der sich auf unsere Seite gestellt hat, der uns seine Erlösung schenkt. Und Gott, der Heilige Geist, der blaue Bereich, der Gott, der in uns lebt und in uns Wohnung nehmen möchte und uns in die Lage versetzt, das Werk Jesu in dieser Welt weiterzuführen und zu tun, was er möchte. Und zu diesen drei Farben gehören auch bestimmte theologische Ausrichtungen, die manchmal so auf Gemeinden unterschiedlich verteilt sind. Jede Gemeinde hat so ihre Zuordnung in dem Ganzen, manchmal auch ihren krassen Schwerpunkt. Es gibt den grünen Bereich, den wir mit liberal bezeichnen, liberale Gemeinden, die einen Schwerpunkt setzen auf Bewahrung der Schöpfung und Gerechtigkeit und Weltverantwortung und Nächstenliebe. Es gibt den roten Bereich, evangelikal, ist meistens das Stichwort dafür, Gemeinden, die sehr, sehr stark in diesem Bereich Erlösung und Rettung und Evangelisation unterwegs sind, die sehr viel Wert legen auf Bibellesen und biblische Lehre und ähnliche Dinge. Und es gibt den blauen Bereich, charismatische
Gemeinden, die sehr viel Wert legen auf Heiligen Geist, alles, was wir mit ihm erleben können, Vollmacht und Heilung und übernatürliche Dinge und so. Und wir als Jesuszentrum, das möchte ich einfach nochmal klarstellen, wir sagen, alles drei ist wichtig. Es ist nicht das eine besser als das andere. Wir wollen eine Gemeinde sein, die den ganzen Reichtum des christlichen Lebens sucht und die in jedem dieser drei Bereiche wachsen will, die sagen will, ja, wir wollen ganz bewusst mit Gott, dem Vater, unterwegs sein und seine Verantwortung für die Schöpfung, für diese Welt, für Frieden und Gerechtigkeit und Nächstenliebe und soziales Engagement annehmen. Wir wollen ganz bewusst mit Jesus, dem Sohn, unterwegs sein. Ohne Jesus, ohne die Rettung durch sein Blut, sind wir verloren. Jeder von uns braucht dieses persönliche Heil, das nur in Jesus zu finden ist. Und wir wollen auf ihn hören, auf sein Wort. Wir wollen streben danach, seinen Willen zu erkennen und umzusetzen. Und wir wollen auch mit dem Heiligen Geist unterwegs sein. Es gibt nicht zu wenig Heiliger Geist. Wir wollen die ganze Fülle des Heiligen Geistes erleben, seine übernatürliche Kraft, seine Hilfe, seinen Trost, seine gelehrt werden von ihm, all das. Und wir glauben, dass es möglich ist, alle diese drei Bereiche miteinander in Einklang zu bringen und in allen drei Bereichen zu wachsen und stärker zu werden. Wir müssen uns nicht entscheiden, ob wir charismatisch sein wollen oder evangelikal oder liberal. Wir können das Gute von allen drei Dingen suchen und weiterentwickeln, weil wir an einen dreieinigen Gott glauben und die ganze Fülle des Glaubens an die Dreieinigkeit haben wollen und leben wollen und damit unterwegs sein wollen. Und damit bin ich bei meiner zentralen Idee für die Woche, die vor uns liegt. Lebe deinen Glauben trinitarisch. Vertraue dem Vater, folge dem Sohn und lass dich vom Geist leiten. Es ist nicht das eine besser oder irgendwas davon gefährlich oder irgendwas davon schwierig. Wir wollen mit dem ganzen christlichen Gott unterwegs sein. Und der ganze christliche Gott ist der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Und weil heute Pfingsten ist, möchte ich euch einen kurzen Moment der Stille jetzt auch noch geben, wo ihr Gott einladen könnt, in euer Leben zu kommen und die ganze Fülle bei euch abzuladen, euch in seiner ganzen Fülle zu begegnen. Vielleicht ist heute besonders dran, weil Pfingsten ist, dass ihr den Heiligen Geist einladet, mehr Raum einzunehmen in eurem Leben, um das noch für euch persönlich nochmal bewusst auszusprechen. Heiliger Geist, du bist willkommen. Du bist willkommen in meinem Leben. Tu, was du willst. Begegne mir ganz neu heute. Und dann möchte ich noch mit uns beten. Lass uns einen Moment still sein. Dreieiniger Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, wir wollen mit dir leben. Und ich bitte dich, dass du uns das schenkst, dass wir Sehnsucht danach bekommen, immer mehr Sehnsucht bekommen, mit dir zu leben, mit allem, was dazugehört. Dir wirklich von Herzen zu vertrauen, Vater im Himmel, deine Kinder zu sein, hineinzuwachsen, diese Rolle als Kinder Gottes, dass das unsere Identität bestimmt durch und durch, dass wir dir gehören, dass wir von dir geliebt und angenommen sind. Mit dir zu leben, Jesus, dir nachzufolgen,
deinen Auftrag umzusetzen, den du uns gegeben hast, dein Reich zu bauen in dieser Welt, Menschen zum Glauben zu führen, ihnen es einfach nahe zu bringen, was es bedeutet, mit dir zu leben und unser Herz aufzumachen für dich, Heiliger Geist, dass du in uns aufblühen kannst, dass du uns umgestalten kannst, dass deine Liebe unseren Charakter prägt, dass wir deine Gaben in Empfang nehmen und ausleben, dass wir uns von dir befähigen lassen, übernatürliche Dinge zu tun in dieser Welt. Alles, das ganze Paket wollen wir haben. Wir wollen es leben. Wir wollen es umsetzen. Danke, dass du uns so überreich beschenkst und dass du uns begegnest und uns immer wieder neu überrascht mit dem, was du alles gibst, was du alles bist, was du alles zur Umsetzung bringen möchtest in unserem Leben. Und höre uns, wenn wir gemeinsam jetzt noch beten, wie Jesus es uns gelehrt hat. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.